Liebe Rasteder, wir sind die Gründer von Wind4Life, ein Unternehmen, welches Windkraftanlagen herstellt. In diesem Video werden wir euch die Vorteile nennen, welche mit unserer Standortsentscheidung folgen. Außerdem haben wir auch einen Experten zu Wort kommen lassen, um eure Fragen präzise beantworten zu können. Im Video werden wir folgende Themen behandeln. Unsere Standortsentscheidung Rastede. Die Vorteile für die kommunale Politik. Und außerdem werden wir unsere Ziele vorstellen. Wir erhoffen, dass ihr mit dem folgenden Video unser Unternehmen besser nachvollziehen könnt. Und viel Spaß! Ein riesiger Produktionsstandort und über 700 Arbeitsplätze. Doch wer sind wir eigentlich? Wir sind ein Unternehmen, welches nachhaltig Windkraftanlagen herstellen will, und wir haben uns für einen Produktionsstandort in Rasteder entschieden. Aus meiner Sicht ist das eine gute Idee, weil in Rasteder es eine super Verkehrsanbindung gibt. Zum einen haben wir da die A29, die Autobahn, zum anderen haben wir die Seehäfen in Brake relativ nah, wir haben die Verbindung nach Wilhelmshaven ziemlich gut, mit der Zugverbindung ist das auch optimal. Und außerdem, finde ich, haben wir ein ziemlich großes Potenzial an Arbeitskräften im Bereich der Wesermarsch. Das heißt, das ist ja eher eine strukturschwache Gegend. Und ich denke, dass das eine ziemlich gute Idee wäre, gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten der Verkehrsanbindung in Rastede so etwas anzusiedeln. Sogar die kommunale Politik interessiert sich für unseren Betrieb. Und das hat einen ganz wichtigen Grund, die Gewerbesteuer. Da wir ein großes Unternehmen sind, können Sie durch unsere Steuern Ihre Einnahmen vergrößern. Außerdem steigt durch unsere Standortsentscheidung die Attraktivität von Rastede. Ich denke halt schon, dass die überregionale Anziehung gerade vom Ammerland oder auch von im Bereich Rastede natürlich extrem dadurch wachsen würde, als auch, dass allgemein der Bereich der neuen Energie gestärkt wird. Und natürlich ist es halt so, dass in dem Bereich halt auch sich dann Zulieferfirmen entsprechend halt ansiedeln. Das heißt also, auch da ist es so, dass ja, wenn Sie jetzt in Windkraftanlagen produzieren wollen vor Ort, dass es da halt für verschiedene Bereiche für die Elektronik zum Beispiel dann Zulieferfirmen halt gibt, die davon halt auch profitieren. Da werden dann eventuell, wenn dann neue Menschen sich ansiedeln, dann müssen vielleicht noch neue Schulen gebaut werden. Also für den Wachstum der Region ist das sehr, sehr stark. Eines unserer größten Ziele ist die Gewinnung der erneuerbaren Energie zu erweitern, da diese viele Vorteile mit sich bringt. Vor allem unterstützen wir die Windenergie. Diese besitzt eine sehr positive Energiebilanz, was bedeutet, dass nach einer kurzen Zeit mehr Energie gewonnen wird, als verbraucht wurde. Diese werden wir noch weiter steigern, indem wir unsere Windkrafträder nur mit Ökostrom produzieren. Zusätzlich wird die Produktion von eigenen Photovoltaikanlagen unterstützt. Die gewonnene Energie aus Windkraftanlagen ist insgesamt viel kostengünstiger als herkömmliche Energiegewinnungsformen. Die Windenergie kostet fast halb so viel wie die verschiedenen Kohleenergien und ist mehr als fünfmal so günstig wie Atomenergie. Außerdem ist die Windenergie vollkommen umweltfreundlich. Zunächst ist es für uns wichtig, klimaneutral zu produzieren, da Nachhaltigkeit eine große Rolle für uns spielt. Des Weiteren versuchen wir, die Windenergie zu stärken, um die Stromkosten für Verbraucher zu senken und für eine bessere Nachhaltigkeit zu sorgen. Mit unserem Gewinn werden wir in die Forschung für Windenergie und in verschiedene Technologien investieren. Somit können wir die Technologien unserer Windkraftanlagen immer weiter verbessern. Des Weiteren werden wir die erneuerbaren Energien finanziell und mit unseren Produkten unterstützen. Wir wollen, dass Deutschland seinen Energiebedarf mit 100% Ökostrom deckt. Schließlich werden wir natürlich mit dem Gewinn unser Unternehmen erweitern. Womöglich werden wir auch in andere erneuerbaren Energieformen investieren, damit weitere Energie sowie auch Kosten gespart werden können. Wie könnte sich unser Unternehmen im Bereich des CSR Corporate Social Responsibility engagieren?
Ja, das sind ja so Ideen, die muss man sich für sich selber überlegen. Was will man halt einfach auch der Kommune, der Stadt, dem Land da zurückgeben? Zum einen haben wir natürlich eine CO2-neutrale Produktion. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal tatsächlich punkten gegenüber halt den Bürgern. Das ist ja auch eine Art der Social Responsibility. Man kann halt tatsächlich den Bürgern sagen, dass man eventuell sowas wie Kinderbetreuung mit anbietet, mit Ganztagsbetreuung für die Kleinen. Es passiert ganz häufig, dass sogenannte Kinderkrippen halt eingerichtet werden. Das wäre nochmal eine Idee, wo man halt vielleicht da sich besser positionieren kann noch einmal. Und das sind wir. Wir sind verantwortungsbewusst. Wir sind nachhaltig. Wir sind klimaneutral. Wir sind Energie. Denn wir sind Wind for Life.